Meine Damen und Herren, Knochen wieder hier. Hallo. So, heute bin ich mal ein bisschen mit dem was war, ZSU 57 unterwegs, so 5 Abwehrfahrzeug. Ich habe schon, ich glaube, das ist der vierte Versuch, jetzt eine halbwegs vernünftige Leistung aufzeichnen zu können. Ne, aufzuzeichnen, so. Und ist super schwierig. Also, bis vor ein paar Tagen, ich bin mit dem Ding schon seit, ich weiß nicht, wie viele Runden ich schon gefahren bin. Hunderte, wirklich Hunderte. Weil ich gerade versuche, das Nachfolgemodell frei zu spielen, ja, damit ich mir das endlich kaufen kann. Am Geld soll es nicht liegen, denke ich mal, mittlerweile. Aber jetzt vernünftige Leistung zu erzielen. Vor ein paar Tagen, wirklich vor 3-4 Tagen noch, ja, habe ich hier weggeknallt ohne Ende. Ey, 9 Kills, kein Problem, ne? Je nachdem. Klar, das ist natürlich immer abhängig davon, wie auch die Runde verläuft. Und natürlich auch, ob man Artillerieschlag direkt ins Gesicht bekommt. Ich sehe gerade hier, hier wird voll. Ich werde wahrscheinlich genau hier bleiben, da ich so flach bin, dass sie eigentlich nicht rüberschießen könnten. Wenn sie mich natürlich erspähen, wäre es möglich, mir die Artillerie auf den Kopf zu schmeißen. Denn ich sehe, der eine ist da 54, 51... also 510 Meter entfernt und ich glaube mein Artillerieschlag ist bis 80 oder ja doch 80 glaube ich, ne? Er ist relativ großflächig dann, aber ich brauche nur ein paar Splitter abbekommen und dann bin ich schon nicht mehr so einsatzfähig wie vorher. Und ich weiß nicht, was passiert ist in letzter Zeit. Also wirklich, so im Durchschnitt waren so 5-6 Kills, war jetzt wirklich kein Problem. Und dann auch die, die man natürlich auch, falls man auch mit dem Flugzeug in der Luft war, da abgeschossen hat, ja, dem wurden die auch noch dazu gezählt. Deswegen, ich kam so im Durchschnitt so auf 8, 9. Das war wirklich nicht so schwer mittlerweile. Ich treffe gar nichts mehr. Ich habe Runden gemacht hier, wo die eigentlich mir direkt ans Gesicht fliegen, aber ich treffe nichts. Und ich habe gelesen, dass einer meinte, ich weiß nicht, ob er mich meinte, warum ich hier spiele, warum ich Arcade spiele und ob jetzt durch den neuen Patch irgendwie die SPAA. Ja, also Self-Propelled Anti-Aircraft, das wäre eigentlich sowas, was ich hier gerade fahre. Weil die so genervt wurden oder irgendwie sowas, weil es einfach nicht mehr richtig funktioniert, weil es da Probleme gibt. Da dachte ich mir, hat das jetzt was mit dem neuen Patch zu tun? Ich muss aber dazu sagen, dass gestern war es genauso schlecht. Und es ist nicht so, dass ich nichts treffe. Ja, ich versuche, anders als früher, mit den Dingern hier auch nicht mehr auf Fahrzeuge zu schießen. Es sei denn, wir würden wirklich ein Panzer um die Ecke kommen. Das wäre das Einzige, was ich machen könnte. Wäre natürlich klar auf den Schießen, in der Hoffnung, dass ich hier den schwer beschädige oder tatsächlich abschieße. Ja. Oder zumindest, wenn er von der Seite kommt, in die Seite knalle, er fahruntüchtig ist, am besten das Tourette nicht mehr schnell genug drehen kann, dann würde ich hinter dem fahren und würde versuchen, von hinten dann irgendwie wegzuknallen. So, hier unser erstes Opfer. Schießt unseren Kollegen erstmal runter. Okay, pass auf. So, ab 1,50 fange ich an zu schießen, damit er mir, okay. Das hat nicht funktioniert. Da bin ich meine, wir sind ja im Arcade, ne? Und ich muss ja wissen, wie weit ich vorhalten muss. Man kann es ungefähr auch abschätzen, klar. Wenn man es häufig macht, wenn man häufig RB spielen würde, hätte man es auch irgendwann raus. Ich habe früher ein bisschen RB gespielt, dadurch kann ich mich noch relativ gut daran erinnern, aber ich habe jetzt so lange kein RB mehr gespielt, dass ich wahrscheinlich nicht sonderlich gut treffen würde am Anfang. So, ist schwierig. Ich habe schon wieder das Gefühl, also wenn die jetzt scheiße wird, die Runde, dann würde ich noch eine aufnehmen, aber dann wäre auch langsam Schluss und dann würde ich das so veröffentlichen und zeigen. Moment, konzentriert. Und zeigen, wie schlecht es eigentlich geworden ist. Wie gesagt, vor 2 Tagen, bis vor 2 Tagen noch, alles tutti, ne? Ordentlich was abgerissen hier. So, ich würde natürlich die Peschka, aber die Typhoon stürzt nicht auf mich zu. Okay, Peschka ist egal. Der, ich wollte gerade sagen, der wird eh abstürzen. So, also Typhoon. Ich habe natürlich die Schnellfeuer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Get the fuck out of here. Das ist nämlich, was ich meinte. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht getroffen hätte im eigentlich, also ursprünglich, ne? Was heißt ursprünglich? Normalerweise hätte ich auf jeden Fall getroffen. Ich habe das aber oft, dass sie auf mich zustürmen und ich vernünftig anvisiere und schieße. Und ich kriege keinen Treffer hin. Und ich habe, müsste ich jetzt gucken, vielleicht von vor 2-3 Tagen, vielleicht hole ich nochmal ein paar alte Wiederholungen raus. Und da ist nachvollziehbar, da kann man sehen, dass ich nicht anders schieße als jetzt. Und ich rupp die aber trotzdem weg.
Ja. Ich schieße von der Seite, ich schieße von vorne, teilweise auch von hinten. Also ich drehe mich in alle Himmelsrichtungen und knall die auch weg. Jetzt ist das Problem, dass ich schon beschädigt bin und ich nicht mehr schnell genug mein Tourette drehen kann. Ich versuche trotzdem hier weiterzumachen. So, jetzt habe ich meine Vorhalte. Okay, der wird abstürzen. Egal. Jetzt haben wir ihn noch hier, der will mich jetzt vernichten. Ah! Das läuft schon mal recht gut. Ich bin trotzdem vorsichtig, weil wie oft habe ich schon gehabt, wenn die nicht komplett zerfleddern gerade, dass sie einfach mit einem abgeschossenen Flugzeug weiter auf mich schießen. Letztens habe ich gehabt, ich schieße einen Bomber ab. Und der knallt mir tatsächlich noch die Bomben rauf. Wo ich mir denke, ich weiß nicht. Ich finde, abgeschossene Fahrzeuge sollten einfach nicht mehr in der Lage sein, auch noch zu schießen. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Oh, noch ein zerstört. Dann haben wir jetzt drei. Ich glaube, drei kritische Treffer. So, der wird eventuell auch runtergehen. Irgend so ein Dödel hinter mir noch. Der versucht mich gerade auch zu filetieren hier. Nikolai. So, jetzt versuche ich... Okay, noch einen weg. Das fackelt ordentlich hier. Der fliegt noch. Ich sehe gerade, dass er fliegt. Okay, jetzt raus. Schnell gucken, wo er ist hier. Hier ist Artillerie. Hier knallt die Artillerie rein. So, ich gehe einfach mit rein, weil ich will natürlich auch Punkte machen, weil ich wirklich... Ich habe gerade mal die Hälfte. Ich weiß nicht, wie viel Einsätze ich jetzt geflogen bin. Ich habe gerade mal ungefähr die Hälfte an Punkten. Das Grinden ist eigentlich hyper extrem gerade. So, kritischer Treffer. Solange Brand kritischer Treffer ist, erstmal okay, da kann man schnell raus. So, jetzt versuche ich von unten die ausfindig zu machen hier. Da fliegen sie. Da ist schon wieder dieser Nikolai. Na, der wird jetzt wahrscheinlich jede Runde mitgehen. Er versucht mich abzu... Ja, komm, schnell weg. Ich kann nicht, aber zerstört ist zerstört. So, jetzt habe ich relativ schnell, relativ viele, schon wieder ein Doppelschlag. So, ich versuche hier einfach alles einzumetern. Natürlich ist jetzt blöd, weil das heißt ja nicht, dass da jemand ist, nur weil der Punkt nicht uns gehört. Aber es gibt welche, die campen dann halt oft, weil sie sich nicht vortrauen, gerade wenn viele... Schon wieder dieser Nikolai. Ist ja wie so ein Geist mittlerweile. Jetzt habe ich natürlich so ein schweres Ziegelsteinflugzeug hier. Ich komme nicht hinterher. P-47 würde ich nie einholen. Nicht mal im Sturzflug. Aber wenn die P-47 vielleicht dreht, dann... Aber die P-47 dreht nicht. Das ist ein anderer Typ hier. Der darf mich jetzt nicht ausmanövrieren. Okay. Aber er hat keinen Kill bekommen. Für ihn stand das einfach jetzt als abgestürzt. Da, ich versuche den hier noch. Okay, P-47 weg. Habe ich jetzt... ich glaube, da ist ein Panzer hinter mir. Ne, da ist noch ein... Flugabwehrfahrzeug. Der will mir jetzt natürlich den Rang hier streitig machen. Alter, das ist natürlich schon ein bisschen höllisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ist auch nett, natürlich ein bisschen was zu tun zu haben. Wenn wir gewinnen würden, wäre natürlich geiler. Würde ich auch mehr Punkte kriegen und würde nicht noch ewig... Ich glaube, ich muss noch mindestens 35 Runden machen, bis ich dieses verdammte Fahrzeug habe. Und ich habe schon 40 gemacht oder so. Also kriegst ja keine Punkte mehr hier, echt. Beziehungsweise... Schaff ich den? Naja, jedenfalls schwer beschädigt. Zerstört. Okay, zerstört. Das ist schon mal ganz gut. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht mehr reichen. Da steht 7 Kills. Eben stand da aber Profi 6. Habe ich wohl ein mehr irgendwie gemacht. Irgendwann. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Haut rein. Bis dann. Tschüss.